Schauen wir uns nun Entwicklungsphasen beim Programmieren an. Ausgangspunkt der Programmierung ist immer ein Problem. Dieses Problem soll gelöst werden mit Hilfe eines Computerprogramms. Und man möchte letztendlich halt ein solches Programm haben. Dabei geht man im Allgemeinen folgendermaßen vor. Man durchläuft die Teilphasen der Analyse, des Entwurfs, der eigentlichen Implementierung und des Testens. Zeitgleich fällt eine Dokumentation an. Durch diese Pfeile ist gekennzeichnet, dass es durchaus Rücksprünge gehen kann in vorhergehende Phasen. Das heißt, es ist kein rein sequenzieller Prozess, der hier durchlaufen wird, sondern bei bestimmten Problemen, die beispielsweise in der Implementierung auftauchen, kann man durchaus auch wieder in die Phase der Analyse zurückspringen müssen. Was wird nun in diesen einzelnen Phasen getan? Schauen wir uns das im Einzelnen an. In der Analysephase geht es um die Untersuchung, die genaue Untersuchung des Problems und des Problemumfeldes. Häufig ist es nämlich so, dass Probleme, wenn sie von Auftraggebern gestellt werden, gar nicht so exakt formuliert sind, dass man genau weiß, was der Auftraggeber damit meint. Man muss sich jetzt in der Analysephase damit auseinandersetzen und muss letztendlich eine Präzisierung der Problemstellung erarbeiten. Wenn das Problem präzise genug formuliert ist, kann man sich dann in die Phase des Entwurfs begeben. Hier in der Entwurfsphase wird der Algorithmus, also das Lösungsverfahren, entwickelt. Dabei ist zu sagen, dass diese Entwurfsphase die kreativste Phase der Programmierung ist. Es ist ein kreativer Prozess, denn bei der Entwicklung von Algorithmen ist die Intelligenz gefragt, die Intelligenz des Programmierers, aber auch die Erfahrung. Je häufiger man programmiert hat, je mehr man programmiert hat, das werden Sie dann selber bei der tatsächlichen Programmierung kennenlernen, desto einfacher fällt es einem, einen Algorithmus für bestimmte Probleme zu finden, weil man aus seiner Erfahrung schöpfen kann. Aber die Intelligenz ist immer wichtig. Man muss halt sich schon auseinandersetzen mit Möglichkeiten, Probleme zu lösen und muss dabei seine Intelligenz einsetzen. Dann kommt die Phase der Implementierung. Wenn man einen Algorithmus gefunden hat und formuliert hat, muss man ihn in der Implementierungsphase in eine Programmiersprache überführen und muss dann dieses formulierte Programm in den Computer eingeben. Und anschließend kommt die Testphase, eine sehr wichtige Phase, die häufig vernachlässigt wird. Man muss nämlich in der Testphase überprüfen, ob das Programm auch das tut, was es soll oder ob es bei bestimmten Bedingungen Fehler geben kann. Programme sollten immer korrekt und vollständig sein, also in jedem Fall ein korrektes Ergebnis liefern. Was in der Testphase auch anfällt, ist das Debugging. Hierbei untersucht man mit entsprechenden Werkzeugen, einem sogenannten Debugger, ob bestimmte Fehler auftreten und wenn solche Fehler auftreten, kann man mit diesem Werkzeug sehr schnell finden, woran der Fehler lag. Neben diesen Phasen fällt die Dokumentation an. Was gehört zur Dokumentation? Hier ist es mal aufgeführt. Eine exakte Problemstellung als Ergebnis der Analysephase. Dann eine allgemeine Beschreibung der Lösungsidee und eine exakte Beschreibung des Lösungsverfahrens, also des Algorithmus. Dann das Ergebnis der Implementierungsphase, der Programmcode. Aber auch Ergebnisse der Testphase, nämlich der Beschreibung der Testdaten oder Testmengen, die Protokolle der Testläufe, die beschreiben oder aus denen ersichtlich ist, dass bestimmte Tests geklappt haben, aber auch aufgetretene Probleme sollten in der Dokumentation enthalten sein und alternative Lösungsansätze. Häufig findet man in der Entwurfsphase nicht nur einen Algorithmus, sondern mehrere Algorithmen und andere Algorithmen sollten als alternative Lösungsansätze eventuell in der Dokumentation vorhanden sein. Es sollte dann natürlich darauf eingegangen werden, wieso man nun diesen konkreten Algorithmus ausgewählt hat, als letztendlich den
gewählten Lösungsansatz und nicht einen anderen. Der häufigste Grund ist, dass ein bestimmter Algorithmus halt effizienter ist als ein anderer Algorithmus, also schneller das Problem löst. Weitere Tätigkeiten, die dann anfallen, sind, ja, wenn der Auftraggeber nicht zufrieden ist mit der Geschwindigkeit, muss man sich Gedanken machen darüber, wie kann man das Programm effizienter gestalten, also schneller machen. Andere Tätigkeiten sind noch Wartung, eventuell ändern sich Anforderungen des Auftraggebers, da muss man das Programm an diese geänderten Anforderungen anpassen. Oder wenn man für bestimmte Plattformen formulierte Programme geschrieben hat, muss man sie eventuell auf andere Plattformen portieren.